Oh hey, willkommen zu diesem Video. Ich dachte mir mal, ich habe nichts Besseres zu tun. Und deshalb stellen ich, beziehungsweise Mario.de und ich, euch fünf weirde Momente aus unserem Leben vor. So, Ja. Mario.de, ich würde sagen, du fängst an mit deinem ersten weirden Teil. Okay, ich habe mir fünf Fragen ausgesucht, die seit ein paar Tagen bzw. die seit ein paar Monaten in meinem Leben passiert sind. Wie viel soll ich jetzt vortragen? Soll ich alle vortragen gleich oder willst Ich du? habe hier sechs Sachen mir aufgeschrieben. Wie viele hast du denn? Ich habe nur fünf, wie gesagt. Dann ändere ich das Thumbnail später ab. Okay, soll ich anfangen? Ja. Also, es begann früher. Und zwar die erste Sache. Als ich das alte Minecraft-Pack von Luigi HD zum ersten Mal gesehen hatte. Er hieß ja früher noch Crafty, beziehungsweise der Minecraft Game HD. Und diese Texturen, ich sage mal, die waren jetzt nicht scheiße, sie waren aber auch nicht gut. Ja, vielleicht finde ich noch ein paar Screenshots oder beziehungsweise ganz alte Versionen von meinem Texture Pack, dann blende ich hier jetzt Screenshots ein. Was ja nach jeder Version, die du verändert hast, das habe ich ja auch manchmal gemacht, nach jeder Version, die du verändert hast, hast du dann immer zum Beispiel Version 1.0.0.1, 1.0.0.2. Ich glaube, bei mir war es sogar erst einmal so, dass bei mir Version 1 Million rauskam oder sowas. Ja, Oder bei mir war es immer nur eine Million. 0.1.2.97 Punkt, egal wie auch manchmal bei OBS steht. Hier, ich benutze jetzt zum Beispiel OBS Version 21.1.2. Ja, also bei mir war es ja so, ich habe dann immer so 1.5 gemacht. Und dann, wenn ich mal ein richtig großes Update rausgehauen habe, habe ich dann 2.0 oder so hingeschrieben, weil das dann ja quasi so mittendrin. Also ich habe nicht so 1000 Versionen gebraucht. Aber ja, das war schon etwas weird. Okay. Dann hast Also, du. es hat meine Story, also meine erste Story hat mit meinem Computer zu tun, mit meinem alten PC, wo ich noch den weißen habe. Du weißt ja, den ich in diesem einen Video zertreten habe, wo ich dir auf Ja. WhatsApp geschickt habe. Den, Ja. der stand früher nicht in meinem Zimmer, sondern bei mir im Flur. Ja, und der hatte hinten, wie jeder andere Computer, ein Netzteil und da war so ein Stromschalter dran. Mein Vater ging da immer dran, nachdem ich am PC war und hat den Strom abgestellt, weil damals hatten wir noch so einen scheiß Anbieter für den Strom. Und einmal, an einem Tag, wollte ich an dem PC Videos gucken, weil damals habe ich noch nicht wirklich gezockt. Und hab die Krise gekriegt, weil ich das Ding nicht angekriegt habe und überhaupt nicht kapiert habe, dass der Strom abgestellt war bei dem Teil. Ich bin so richtig aufgerastet, hab auf den Knopf gehämmert, hab sogar angefangen zu heulen oder so. Very cringe. Ja. Okay. Das ist schon cringy, aber. Beziehungsweise weird. So, Ich sage jetzt mal du. so, der zweite weirde Moment in meinem Leben war, als ich Fortnite Dances zum ersten Mal gesehen hatte. Oh Gott, Ich saß da, ich saß so mit dem PS4-Controller in meiner Hand auf der Couch von meinem Vater. Wir haben da so gesessen, weil wir haben Fortnite das erste Mal gesehen. Und da haben wir geguckt, hey, was sind denn diese Emotes? Haben wir eins ausprobiert. Und wir haben einfach nur gelacht, als wir diesen Tanz da gesehen haben, diesen Standardtanz. Und ich dachte mir nur so, was ist das für ein Scheißdreck? Was ist das für ein Das Spiel? dasselbe habe ich mir auch gedacht, so welcher Mensch tanzt bitteschön, während der andere Leute abknallt? Keine Ahnung, vor allem Wirklich. jedes Mal nach dem epischen Sieg sehe ich dann nur diese Jubilation, wo die dann immer die Hände hochmachen und dann so hin und her gehen. Aber auf jeden Fall, das war ein weirder Moment. Und ja. Gehen wir Yo. mal zu Luigi. Ja, meinen zweiten Punkt, den verschiebe ich auf ganz nach hinten. Und deshalb nehmen wir jetzt mal die Beta-Versionen von Lukas Minecraft Texture Pack. Da Nein. sah die Holztextur wie der letzte Scheiß, als hätte Lukas sich ultra viel Mühe gegeben und der hätte sich einer die Texturen genommen, die wieder auf 16x16 runterskaliert und draufgekotzt. Ganz ehrlich. Ich würde aber eher sagen, es sieht aus wie ein kleines Kind, was mit Buntstiften auf Holz rumgemalt hat. Das war nämlich Regenbogendesigns. Ja.
Ich erinnere mich nur noch an die Akazienholztextur. Alles klar. So, oh jetzt deine nächste Weird Story. Okay. Als ich zum ersten Mal einen Fortnite-Tanz nachgemacht habe, war das der Tanz? Warte. Ja, die deutsche Übersetzung weiß ich gerade nicht mehr. Nimm den L. Sagt mir jetzt Google-Übersetzer. Aber auf jeden Fall. Diesen Tanz habe ich nachgemacht. Ich habe das L auf den Kopf gemacht. Ey, Junge. Ich habe das mit meiner Freundin, glaube ich, den ersten Tanz so richtig getanzt. Und ich kann nur sagen, ich habe das mal aufgenommen. Und es sah richtig dumm aus. Also, ja. Meine dritte Story. Ich habe früher auf meinem Samsung Gio hatte ich damals. War auch nebenbei auch mein allererstes Handy. Da habe ich irgendwann angefangen, YouTube zu gucken. Also da habe ich wirklich angefangen, YouTube kennenzulernen und so. Das war so noch so ein richtig scheiß Design und so alles. Und da habe ich auch Nintendo kennengelernt und habe auch Newer Super Mario Bros. Wii geguckt. War mein erstes Let's Play, was ich von ihm am Handy geguckt habe. Ja, dabei bin ich auch nebenbei auf Videos gekommen, wo, wie zum Beispiel Mario Kart DS Cheats, also wo der eine so unendlich viele Bananen auf den Boden legt, ne? Und ich dachte auch, weil ich besitze das Spiel, hey, wie kann ich das denn auch machen? Gibt's da irgendwie so eine Tastenkombination? Hab in Startup Screen wild irgendwelche Knöpfe gedrückt und hab dabei meinen Spielstand gelöscht. Und und der Spielstand, der war zu 50% durchgespielt. Das ist so ein richtiger Noob-Anfänger. Okay. Ja, wie gesagt, war am Anfang. In meinem Leben, als ich mein iPhone bekommen habe, weil das war halt wirklich so weird. Also, ich erzähle jetzt mal eine kleine Story. Der kleine Luca hat schon ein Jahr darauf gewartet, von seinem Opa endlich ein iPhone abzustauben. Da er vor einem Monat sagte, mein Enkel, ich werde dir, wenn ich nicht davor sterbe, mein iPhone geben. In ein paar Wochen ist es soweit. 300 Jahre später, wir fahren... Na gut, das habe ich entschieden. Ich werde mein Handy zurücksetzen, wenn mir ein neues bestellen. Und du kriegst dann mein Handy. Ja. Lief dann ja auch so, wir waren im Telekom-Laden, es war Sonntag oder Samstag. Scheiße. Oder Freitag, ich weiß nicht. Es war zum Glück leer. Vor allem, weißt du, ich später auszensieren, weil das ist Product Placement und das will ich nicht. Okay. Wir waren halt in diesem speziellen Laden und da wurde das halt resettet. Und als das Handy resettet wurde, hat diese... Ich sag's jetzt einfach mal nicht. Hat diese Frau an der Rezeption, ich sage jetzt extra Frau, einfach das Handy noch da behalten, hat's eingerichtet und hat mir dann in die Hand gedrückt. Ich wollte das selber machen. Aber okay. Und dann habe ich das Handy endlich bekommen. Und es war halt für mich so weird, weil das erste Mal, oh mein Gott, endlich habe ich mal dieses Ding in der Hand. Endlich habe ich die Größe und alles Mögliche in der Hand. Und die Größe, alles Mögliche in der Hand. Aber auf jeden Fall, das, was die da abgezogen, ich habe auch die ganze Zeit gesagt, jetzt gib's mir doch her, gib's mir doch her. Aber nein, die... Nee, aber auf jeden Fall, das war auf jeden Fall der weirde Moment, als ich mein erstes iPhone bekam. Ja, ich hasse iPhone, ich benutze lieber Samsung. Hat übersichtliche Knöpfe. Ja, bis deswegen kann ich ja jetzt auch ein Samsung-Tablet und kein bis iPhone. Bis S7 und S8 würde ich mir das Samsung noch holen, aber ab S9, bah, das sieht scheiße aus. So, eigentlich wollte ich mir meine nächste weird... Ich wollte mir ein iPad holen, ganz kurz, eigentlich wollte ich mir ein iPad holen, aber das Ding war leider nicht. Meine nächste Story hat mit meiner letzten Story zu tun. Wie gesagt, YouTube. Ich habe mir da allen möglichen Scheiß von Mario angeguckt. Und dabei bin ich auch auf Videos von englischen Leuten gestoßen. Wie zum Beispiel Mario Fables. Hier seht ihr jetzt ein paar kleine Videoausschnitte. Und ich habe ernsthaft die Videos nur geguckt. Hab die Sprache überhaupt nichts verstanden, weil ich war damals noch in der Grundschule. Ich habe die Videos einfach geguckt und habe einfach die Handlung beobachtet. Die Sprache war mir scheißegal. Keine Ahnung, so fuck auf die Sprache, so guck einfach Video. Hauptsache man hat Spaß. So nach dem Mediamarkt-Motto. Okay, das werde ich wieder auszensieren.
Hauptsache, ihr habt Spaß. Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd. So, deine nächste Story. Okay. Als ich mein Tablet und meine Wii U zum ersten Mal bekommen hatte. Das sind zwar zwei unterschiedliche Sachen, weil ich die nicht an einem Tag bekommen habe, aber meine Wii U habe ich ein paar Jahre davor bekommen, weil ich hatte nämlich Geburtstag und ein paar Tage später kam dann halt mein Verwandter zu mir und hat halt gefragt, ja komm, weil ich an deinem Geburtstag nicht da war, weil ich irgendwo anders war, möchte ich dir noch nachträglich ein Geburtstagsgeschenk geben, und habe ich ihn halt gefragt, ja, können wir in den Mediamarkt fahren, ich möchte mir unbedingt eine Konsole holen. Hat er gesagt, wenn das dein Wunsch ist, dann ist okay. Sind wir halt in den Mediamarkt gefahren und ich muss euch sagen, ich hatte die Wahl, eine PS4 zu nehmen. Aber ich habe die Wii U genommen, weil ich die Wii U einfach damals für besser fand, weil es noch gar keine richtige, ja, also ja, aber das Gamepad ist scheiße. Wir werden das noch in einem anderen Video ansprechen, also wir werden noch in einem anderen Video über die Wii U sprechen. Okay, aber auf jeden Fall, ja, hat mich halt noch nicht so richtig interessiert. Ich war halt eher so auf Nintendo fixiert. Ja, bin ich immer noch. Merkt man die sogar. Die haben da bekommen und später irgendwann, da hatte ich die dann Wii U schon, da habe ich dann auch so Sachen wie Homebrew oder sowas gemacht, was im Nachhinein eigentlich sau dumm ist, weil niemand sollte seine Wii U irgendwie mit irgendwelchen Programmen oder mit irgendwelchen SD-Card Hacks da infizieren. Habe ich gemacht, habe die Wii U dann zurückgesetzt und hatte halt meine Spielstände nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe das auch mal versucht zu machen. Es ging ja nicht. Ich habe den USB-Stick reingesteckt und habe versucht, diesen Mario Bros. Wii Hack, diesen newer Super Mario Bros. Wii Hack zu starten. Ging aber nicht. Ich hab's nicht hingekriegt. Muss ich mir eine SD-Karte machen. Aber dazu kann ich euch ja auch mal ein Tutorial geben. Auf jeden Fall, was hat's mir gebracht? Mein An- und Aus-Knopf blinkt jetzt die ganze Zeit, wenn ich nicht diesen Standby-Vorgänger aktiviere. Ansonsten blinkt er nämlich die ganze Zeit aus irgendeinem Grund. Naja, egal, auf jeden Fall. Dann habe ich noch mein Tablet bekommen. Das wollte ich nämlich unbedingt. Und das habe ich auch, glaube ich, vorhin gesagt. Ich wollte nämlich ein iPad. Aber ging halt nicht, weil, ich sag jetzt nicht finanziell, aber hat halt was. Zählt das jetzt noch zu der Story von eben oder ist das schon eine neue? Nein, es ist immer noch die. Und ja, als ich mein Tablet in meine Wii U bekommen hatte, also das war halt schon für mich so ein weird Moment, weil an dem Abend oder danach habe ich die ganze Zeit meine Mutter und meine Verwandtschaft voll gequatscht mit, oh Alter, das ist doch voll ungewöhnlich, so, ich habe jetzt ein Tablet, ich habe jetzt eine Wii U. Ich habe die ganze Zeit, das war so ein neues Gefühl für mich, weil... Ja, du hast mir sogar ein Bild geschickt und ich war dann übelst pisst, weil du ein Tablet hast und alle anderen aus meiner Familie auch. Und ich war der Einzige, der in meinem Bekanntenkreis keins hatte. Das hat mich richtig angekotzt. Das hat sich wirklich so angefühlt, als hätte ich zum ersten Mal das Internet betreten, als hätte ich zum ersten Mal das Neuland betreten. Ja, als ich mein erstes Handy bekommen habe, das war Weihnachten, also das ist jetzt noch keine weitere weirde Story, da habe ich mich gefühlt, als wäre ich jetzt der US-Präsident höchstpersönlich geworden. Ich auch. Ich dachte noch, als ich das iPhone bekommen habe, geil, Alter, jetzt kann ich Touch-ID machen, jetzt kann ich das Logo in die Fresse halten, ich kann die ganze Zeit das Apfel-Logo sehen. Bevor ich mein erstes Handy gehabt hatte, habe ich so, okay, das zählt jetzt zu weird Stories, schreibe ich noch auf. Bevor ich mein erstes Handy bekommen habe, ich habe früher Mickey Mouse Hefte gelesen, also diese Mickey Mouse Magazine, die jeden Freitag einmal die Woche kamen. Und da war mal als Extra beziehungsweise als Beilage so eine Art Handy Fake, so wo man Wasser reintut in den Wassertank und dann aufs Display drückt und das dann durch die Kameralinse rausspritzt. Und das habe ich mir mal mit ins im Winter, natürlich so blöd wie ich war damals, habe ich mir in die Hosentasche gesteckt. Und natürlich war, als ich dann wieder von der Schule kam, meine ganze Hose nass, weil das Display bedrückt wurde, als ich gesessen habe. Und ja, da ist halt das ganze Wasser rausgelaufen. Sah halt aus, als hätte ich mir die Hosen gemacht. Zum Glück hat es keiner gemerkt. Okay. Soll ich jetzt zu meiner nächsten kommen und zu meiner letzten? Ja, ich habe da noch zwei. Okay. Als ich Luigi zum allerersten Mal getroffen habe. Ah ja, du meinst in Osthofen da? Ja, können wir ja jetzt sagen, ich wohne ja nicht da, du wohnst ja da auch nicht. Also. Nein, nur in dem Kreis, wo der Ort ist. Ja, wir waren halt in so einer, ich sag mal, speziellen... Ich sag mal, wir haben uns da... Wir waren in einer Gruppe, die sich fünfmal in der Woche trifft. Das ist so wie eine WG, nur halt, dass man da nicht wohnt, sondern was unternimmt. Mehr braucht ihr nicht zu wissen.
Und da habe ich so gedacht, also ich bin dahin gewechselt, ich war ja vorher woanders, da bin ich dahin gewechselt und dann dachte ich so, oh nein, Alter, hier kenne ich keinen, hier sind nur die großen, Alter, die stecken mich doch in die Mülltonne, wenn ich einmal Piep sage. Nur gab's da keine Mülltonne. An dem Tag, wo ich da das erste Mal war, sag ich mal, so stelle ich mir es vor, die ganze Welt war dunkel und grau und auf einmal hat ein Engel gesungen. Ich versuche die Sonnenlichtstrahlen knallten in meine Fresse. Und wer stand da? Ein fettes, übergewichtiges Kind. Nein, Spaß! Es war Luigi! Ich versuche mir das gerade so vorzustellen, wie ich das vielleicht schneiden werde. Naja, aber in echt war es so, es war einfach nur. Ey, du musst es mit. War kein sondern es war einfach nur das Geräusch von einer verstopften Toilette. Okay, dann kann ich ja das Geräusch aufnehmen, weil wir haben zurzeit eine verstopfte Toilette. Ja, und so haben wir jetzt quasi getroffen. Wir haben dann uns auch erstmal unterhalten, so über YouTube, was wir gucken, was wir machen. Und dann haben wir uns auch erstmal so richtig angefreundet, so an dem ersten oder zweiten Tag, wo wir uns gesehen haben, haben wir erstmal unsere YouTube-Kanäle ausgetauscht, dann irgendwann Nummern. Nein, erster, du hieß damals noch Luca HD oder sowas. Luca TV Lutz? Nein, Luca HD. Nein, da, wo wir uns getroffen haben, hieß du noch Luca HD mit dieser komischen Katze aus Yokai Watch. Oh mein Gott, da habe ich die ganz selber gemalt, Alter. Oh, mein allererstes Video, irgendwas mit in Berlin. Und dann. Nein. Süß. Doch, das allererste Video war wirklich irgendwas von Snapchat. Egal. Aber auf jeden Fall, Leute, es war wirklich. War wirklich cool. Also. Jo. Die erste, die ich erzählt habe mit den Dingsgesängen. Es war irgendwie schon realistisch, aber das mit dem verstopften Klo, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben, war ja auch schon nah dran. Okay, meine vorletzte Story für heute. Da war Weihnachten, wie ich habe meine Wii bekommen. Die steht jetzt natürlich bei uns im Keller, weil die Switch jetzt bei uns im Fernseher ist. Keine Sorge, die Wii wird noch gut gepflegt, sie wird auch benutzt. Also, jetzt für die Sammler unter euch, so, die jetzt sagen, warum steht die denn im Keller, da versauert und verschimmelt sie doch, die geht doch kaputt, das ist ein Stück Hyristie, da kann man Gamecube-Spiele spielen. Chill out, ich kümmere mich um die, die wird benutzt, fertig. Mehr braucht ihr euch auch nicht aufzuregen. So, im Bundle, wo ich die Wii bekommen habe, war einmal Mario Kart Wii, von dem ich dann später eine Hülle selber gebastelt habe. Kann ich gleich mal Bilder machen und sie einblenden. Und Mario Galaxy. Ich glaube, Luca kennt schon die Story mit dem Nunchuck. Oh. Weil ich habe die Wii angemacht, das Spiel gestartet, den Nunchuck, ich habe das Spiel angemacht, die Wii, beziehungsweise das Spiel, ich habe die Wii angemacht, das Spiel gestartet, einen Account gemacht. Und dann diese Anfangsszene im Tutorial sozusagen, wo man zu Peach Schloss rennen muss. Die habe ich erst gar nicht hingekriegt, weil ich nicht gecheckt habe, dass man einen scheiß Nunchuck für das Spiel braucht. Ich bin da. Dass du mit dem Feuerkreuz oder mit den Gedanken von deinem Gehirn laufen kannst, oder was? Ich habe tatsächlich versucht, wie bei dieser New Super Mario Bros. Wii Steuerung, diese Standardsteuerung, habe ich wirklich versucht, voranzukommen. Ich habe noch nicht mal das scheiß Tutorial geschafft. Ja, ich bin ausgerastet, hab die Wii-Fernbedienung auf den Boden geschmissen, die Batterien sind rausgeflogen und dann habe ich gesehen, oh scheiße, da ist ja so ein komisches Analog-Stick-Ding da noch mit dem Bundle. Vielleicht stecke ich das mal in die Fernbedienung und probier's dann. Und dann habe ich es auch hingekriegt. Mit dir? Was? Ich hab noch eins. Ja? Und zwar, als ich zum allerersten Mal Minecraft gespielt habe. Oh mein Gott. Ich hatte damals noch die Testversion. Die ich Demo? Ich habe mir die Testversion runtergeladen. Ich habe geguckt, oh, kann ich mir irgendwo Minecraft kostenlos runterladen? Weil ich habe nur die Testversion gehabt. Und ich habe auch meine Mutter gefragt, darf ich mir Java installieren auf diesem Computer? Darf ich mir Minecraft installieren? Sie hat ja gesagt. Es war leider die Testversion. Aber ich habe es geschafft, als wir dann umgezogen sind, habe ich es geschafft,
durch zum Beispiel die Version 1.2.4 oder 1.2.7 habe ich es geschafft, die Testversion da auszutricksen, konnte einfach spielen, ohne dass ich da was kaufen musste. Und so habe ich das halt ausgetrickst, konnte Minecraft spielen, habe ein DS gebaut, ich habe alle möglichen Sachen gebaut, weil mir langweilig abends war. Und ja. Ja, so meine erste Version war, keine Ahnung. Meine erste Version war irgendwie, glaube ich, 1.8.4 oder 1.8.3 oder 1.8.5, keine Ahnung. Weil du war 1.8. So, meine letzte Story für heute, die ist richtig weird cringig. Nämlich, damals ging ich noch, okay, da ging ich schon in die 5. Klasse. Da hatte ich, das war kurz vor Weihnachten, da hatte ich noch kein Handy. Ich saß so an der Bushaltestelle und meine 4, 5 meiner Klassenkameraden standen so 3, 4 Meter neben mir. Warum das relevant? Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Warum das wichtig ist, das wisst ihr, seht ihr, das hört ihr jetzt. Da wussten die nämlich schon, dass ich Super Mario Fanatiker bin. Da kommt der eine zu mir hin: Ey, du magst doch Super Mario, hä? Macht der mir ein Video an? Und das, komische Sachen passieren. Und ich sag's jetzt einfach mal: Das war ein. Und ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's mir einfach nur angeguckt. Was? Was war denn da? Das war wirklich so ein. Ich sag jetzt lieber nicht, was. Ihr könnt das überall googeln, Leute, was das ist. Ich erläutere es jetzt nicht. Kannst du mir nach dem Video diesen gewissen Minecraft-Softbau nochmal erläutern? Mari. Außerdem, da war ich in der 5. Klasse. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Außerdem hatte der das in seiner Videogalerie. Auf dem iPhone. Also, weiß ich erst recht nicht, wie der heißt. Was hast du für kranke Freunde? Das waren nicht meine Freunde, das waren Klassenkameraden. Ich nenne jetzt explizit keine Namen. Jonas. Lappen. Kevin. Nein, Spaß. Kevin allein in New York. Darüber reden wir später. Auf jeden Fall, irgendwann wurde mir das zu eklig, ich hab weggeschaut und hat's ausgemacht. Das war wirklich cringig. Ja. So. Jo, dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Video wieder ein, haut rein, abonniert, liked und kommentiert, aktiviert die Glocke, schaut in das nächste Video, bis zum nächsten Mal. Und abonnieren. Und tschüss.